Jo Jo Leute, Leute, wir sind's herzlich. wieder, Gofju. Wir heißen euch hier und heute herzlich willkommen bei unserem, Top ja, bei 10. unserer Top 10 unserer Lieblings-Metal- und Gothic-Bands. Wir möchten uns im Voraus schon mal dafür entschuldigen, dass wir letzte Woche kein Video hochgeladen haben. Wir hatten einfach keine Zeit dazu, nur dafür gibt es dann heute nochmal ein kleines Special-Video. Ich würde sagen, du fängst mal an. Also, auf Platz Nummer 3 ist bei mir die Band Chop Suey. Na, nicht Chop Suey, System of a Down, Entschuldigung. Warum es bei mir auf Platz 3 ist, ist diese Mischung aus diesem Rap, dann wieder diese Schnelle und dann wieder dieses Sanfte, ne? Wie man es auch im Lied Chop Suey merkt. Erst fängt er an zu rappen, und dann ist wiederum dieses Harte, ne? Dieses fast Growlen schon wieder. Ja. Und dann kommt ja im Refrain wie dieses Sanfte. Und Also, das finde ich das Phänomenale an der Band. bei dir ist so, dass du einfach diesen Wechsel zwischen Ja. fast Speed Metal und dieses Melancholische an dieser Ja. Band einfach feierst. Ja. Klingt vernünftig. Ja, bei mir ist auf. Ja. Bei mir ist Disbelief einfach aus dem Grund, ja, es ist mehr eine Black Death Metal Band und sie machen geile Texte, ja, aber es ist nicht wirklich so, es bewegt mich nicht ganz. Ich weiß auch nicht, ich kann mich mit der Band, mit ein, zwei Liedern kann ich mich echt sehr gut abfinden, aber mit dem Rest, ne, Deswegen ist irgendwie nicht. bei dir der Lieblings als sozusagen letzter Platz auf der Lieblingsbandliste. Genau. Ah, okay. Und bei mir ist auf Platz 2 die Band Powerwolf. Das ist eine deutsche Power Metal Band aus Saarbrücken. Und warum ich diese Band mag, ist einfach dieses chorartige Metal halt. Die singen langsam, doch wiederum sind die Texte ziemlich hart. Und man versteht so gut wie jedes Wort. Also dass du eigentlich gut mitsingen kannst. Man versteht jedes Wort und Ja. das hat man bei wenigen Oh ja. Power-Metal-Bands. Ja, dann kommen wir mal zu meinem, ja, zu meiner nächsten Band. Das ist in der Form so gesehen Motorhead. Jeder weiß, Motorhead ist Klassiker. Warum ist Motorhead so beliebt? Sie Richtig. machen saugeile Musik. Ja. Es ist einfach, ja, Motorhead ist unbeschreiblich. Klar, die Band hat sich leider aufgelöst, nachdem Lemmy halt 2015 verstorben ist. Nur, was ist Motorhead ohne Lemmy? Das Definitiv kein stimmt. Motorhead. Und jeder, der Motorhead kennt, kann uns da echt verstehen. Also, Motorhead, ich sehe Motorhead nicht als schlechte Band an oder so. Es ist eine meiner Lieblingsbands, von daher, ich kann zu Motorhead nichts Schlechtes sagen. Also, ja, Motorhead ist einfach geil. Ja, auf mein Top, bei mir auf der Nummer 1 ist die Band Slipknot. Wieso? Naja, der Name Corey Taylor verrät einfach alles. Er hat die perfekte Stimme und die geilste, die es einfach nur gibt. Er kann dieses böse Tiefe haben, aber dann erweckt wiederum das Sanfte wieder. Also auch mehr dieses aggressive Pro Metal und dann dieses Melancholie. Ja, dieses so, erst so, ich bin der Böse, Ich hau dir sofort aufs Maul, wenn du was und dann Falsches dieses sagst kleine und dann. Mädchen. Hm, so. Ja, so gesehen, Ja, dieser das finde kleine, sanfte, ruhige ja. Junge in der Form. Und die Texte, die Lieder finde ich einfach nur hammergeil. Ja, dann kommen wir mal zu meiner nächsten Band. Und zwar ist das eine Industrial Metal Band namens Reptile. Sie haben sich, ja, Anfang des Jahres in Köln gegründet und haben auch direkt ihr erstes Album rausgebracht. Ja, was mag ich an der Band? Das ist, es ist mehr so, ja, düster, furchterregend. Es ist einfach unbeschreiblich. Die Videos, die sind psychopathisch Ja. gesehen und
Die machen echt saugeile Musik, muss ich sagen. Ich bin von denen selbst sehr überrascht und überzeugt. Ja, das ist einfach, muss man gehört haben. Ja, das stimmt. So, dann haben wir auch als nächstes, ja, Him. Love Ja. Metal sagt vieles. Also, Him ist einfach geil. Nicht jeder Metaler muss, oder nicht jeder Metaler oder Gothic, der gefährlich aussieht, muss gleich gefährlich sein. Gut. Also, Him ist einfach nur eine Klasse für sich. Ich liebe die Songs einfach. Dann kommen wir aber auch schon zu einer Band, die den True Metal wirklich hervorgehoben hat, hervorgerufen hat, so gesehen auch gegründet hat, meinetwegen. Manowar. Manowar. Ja. Was tut Snap heimlich nachts? Ja, genau. Manowar ist für mich. Ja. Was ist Manowar für mich? Das ist gerade eine sehr gute Frage, weil Manowar hat einfach geile Texte. Wie zum Das Beispiel stimmt. Warriors of the World. Oh ja, das Also, finde ich ziemlich nice. eins der geilsten Lieder meiner Meinung nach. Ja, es ist. Klar, es ist True Metal, aber es ist geiler True Metal. Es ist fucking geil. Ja. So, dann sind wir auch schon so gesehen bei den letzten vier Bands. Ja. Und zwar haben wir einmal die deutsche Death Metal Band Cannibal Corpse. Cannibal Corpse, ja. Cannibal Corpse ist typisch Death Metal. Man versteht einfach, man macht's an und versteht einfach nichts. Genau. Geile Gitarrenriffs und 5 bis 6 Minuten durchgehen. Man Ja. versteht kein Wort. Das ist. Ab und zu mal eine Pause, also. Oh, eine Pause Eine für ein Pause. fettes Gitarrensolo. Holla die Waldfee. Aber ja, es ist halt vernünftiger Death Metal. Ja. So, dann kommen wir zu einer Band, die mir bis vor kurzem echt noch nichts gesagt hat. Nämlich Watain. Oh, den kenn ich nicht. Ja, das ist das neue Album, was ich geholt hatte. Ach Was keiner von uns so. kannte, die Black Death Metal Band. Ah, Also, die die Band. haben echt geile Lieder. Sie haben ihre Höhen und Tiefen, aber die Band, die überzeugt mich einfach. Sie haben satanistische Texte. Sie haben, ja, sie haben teilweise noch Dark Wave Elemente so halbwegs mit drin. Und das ist das, was mich wiederum echt überrascht. Dann kommen wir zu einer, ja, Gothic-Band. Blutengel sollte jeden in der Schwarzszene eigentlich Ja, bekannt sein. eigentlich schon. Ja, ist eine deutsche Band, macht auch gerne englische Texte, aber die Texte, die sind für mich so, ja, sie helfen mir hoch, wenn es mir scheiße geht. Die Texte sind, wie reich mir die Hand so nach dem Motto, ey, du bist nicht alleine, irgendeiner kommt in der letzten Not, rettet dich. Und Das ist. warte mal, haben die nicht auch Ich trinke Blut gemacht? Nein, das war Nachtblut. Außer das war Nachtblut. So, ja, da sind wir auch schon beim vorletzten eigentlich, Nachtblut. Ja, was hat man zu Nachtblut zu sagen? Aggressiv, mehr der schwarzen Szene angeeignet als der Metal-Szene auf irgendeine Art und Weise von den Texten Blutig. her. Ja, und blutrünstig. Und Der Name verrat alles. ja, Verrat. das ist. Nachtblut ist einfach geil. Oh ja. Selbst unsere kleine Schwester fängt damit an. Ja. Ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Band. Ich glaube, ich würde mal sagen, es ist Equilibrium. Oder? Jein. Jein? Du würdest sagen, es ist Equilibrium. Ich würde sagen, es ist Amon Amarth. Amen Amar. So, warum? Keine Ahnung. Es ist purer Viking Metal. Es ist brutal. Es ist Grollen auf Art und Auf Weise, wo man höchstem trotzdem Niveau. was versteht. Amon Amarth ist einfach für jeden Viking Metaler ein Muss. Sie Ja. machen geile Texte, sie haben geile Gitarrenriffs, sie machen geile Live-Auftritte. Wow. Sie waren beim Wacken dabei und ja. Also Respekt an die Band. Amon Amarth, ja, ist definitiv ein Muss. Genauso wie eigentlich Tür oder
Within Temptation. Within Temptation ist mehr Goth-Szene. Ich rede jetzt vom Viking Metal. Ach so, Ja, ja, kommen wir Tür zum nächsten Video, würde Aufsorge. ich mal sagen, ja. Ja, da werden wir aber mal im nächsten Video drauf ansprechen oder uns weiter mit befassen. Ja, was nochmal ganz wichtig ist, wir wollen nochmal sagen, dass nur weil wir die Bands nennen, wir dafür kein Geld kriegen, es ist kein Produktplacement. Macht euch da keine Sorgen, wir werden dafür nicht bezahlt. Wir haben auch gesagt, wir machen anfangs keine Werbung rein, wird doch weiterhin so bleiben. Sollten wir uns das irgendwann überlegen, oder sollte irgendwann mal jemand auf uns zukommen und sagen, ey, hier, macht mal Werbung für mich, könnt dran verdienen, werden wir definitiv Bescheid geben, aber momentan ist alles Ja. Produktplacement Mit wem frei. haben wir viel, mit wem haben den, wir denn viel Kontakt, für den wir Werbung machen können? Momentan noch keinen, von daher. Ja. So, wir sind eigentlich ein Kleinkanal, wir machen es hobbymäßig, von daher. Ja, aber ich habe gesagt, es gibt ein Special. Einfach als Entschuldigung für nächste Woche. Letzte Woche, sorry. Und dazu kommen wir jetzt. Und zwar, Stimme auf, Brüderchen. Ja, da es letzte Woche kein Video gab, haben wir gesagt, oder habe ich mir jetzt gerade gedacht, warum machen wir es jetzt nicht einfach so, dass wir einfach mal erzählen, warum wir mit YouTube angefangen haben, mit diesem Kanal, wie wir auf die Idee kamen. Ja, wie es im Grunde genommen zustande gekommen ist. Ich bin ehrlich, die Idee kam von meinem geschätzten und liebevollen Brüderchen. Ja, wir waren halt bei den Art of Dark Days in Köln und er meint dann so einen Tag später, hey, lass mal YouTube-Video machen oder YouTube-Kanal. Ich habe ihn dann gefragt, wie er es sich vorstellt. Ja, wie wir es uns vorstellen, ist einfach Ja. so, wir berichten über Festivals, ja, Bands, ja, was man zum Beispiel für ein gutes Festival, wie man ausgerüstet sein muss. Und das ist sehr wichtig. Oh ja. Also für jeden Festivalgänger oder Festivalneuling ist es echt wichtig, die richtige Ausrüstung zu haben. So, und wir haben uns dann gedacht, gut, warum machen wir es nicht? Es gibt außerdem viel zu wenig YouTuber, die unserer Meinung nach, Über gute Festivals. nein, generell über diese Subkultur reden. Hör auf mit Fremdwörtern. Mit Fremdwörtern machen mir Angst. Das ist kein Fremdwort. Die Metal- und Gothic-Szene ist als Subkultur anerkannt. Ah, danke für die Deswegen Erklärung. sind wir meistens so verhasst. So, aber wie gesagt, wir haben uns einfach gedacht, gut, machen wir's. So, die Idee zum Namen kam von ihm. So, weil ich bin Metal Goth, er ist Metal Goth. Warum nennen wir uns nicht einfach Goth You? Gibt es nicht? Jetzt schon. Jetzt sind wir hier. So, und ja. Um es jetzt nochmal ein bisschen interessanter zu machen. Wie bist du in die Metal-Szene reingekommen oder in die Metal-Gothic-Szene? Wie soll ich sagen? Mein kleiner großer Bruder, Fick dich. naja, der kam, also ich war den besuchen, er hat dann aber zu der Zeit bei meinem Vater gewohnt. Und, ja, und da hat, und, da hat, war er sozusagen, da war er in der Punk-Szene. Ja, das war noch Und meine da Punkzeit. hat er auch zum Teil Metal gehört. So, und dann war er irgendwann seine Ex-Freundin besuchen und hat zwei Alben mitgebracht. Slipknot kannte ich nur vom Namen. Dachte ich, ist bestimmt eine richtig geile Band, ne, vom Namen her. Hab in die CD reingehört und hab mich verliebt einfach nur. Wobei man So. sagen muss, wir haben vorher sowieso schon viel Rammstein Ja, gehört. gut. Eisbrecher habe ich durchs Feiern kennengelernt, bin ich ehrlich. Aber so richtig durch. Ja, so richtig in die Metal-Szene bist du durch Slipknot Ja, gekommen. eigentlich so. So, nur wie bist du auch teilweise mit den Gothic-Szene gerutscht? Naja, in die Gothic-Szene will ich mal nicht sagen, dass ich da reingerutscht bin.
wenn überhaupt, Im Grunde genommen doch. wenn überhaupt ist so ein, gerade mal ein Türspalt offen in die Gothic-Szene, so ein kleiner. Und trotzdem Weil, bist du Metal Goth, von daher bist du da reingerutscht. nein, ich nicht. Ich wäre normal, ich bin nur ein normaler Mettler. Also, was für nicht, also, ja, in die Gothic-Szene bin ich nur ein Türspalt offen drin, weil ich eigentlich schon die Goth-Musik mag. Also, ich höre gerne die Goth-Musik und wie bin ich da durchgekommen, da reingekommen? Durch Nick. Schuldig. Ja, wenn der einfach meint, die Goth-Musik anzumachen. Dark Wave, Ja, Dark Dark Symphonic Wave. Metal, Industrial Metal. Ja, jetzt mal zu mir, wie. Also, ich bin letztes Jahr durch Festival in die Golfszene gerutscht. Ich war auf Festival mit ein paar Leuten und ja, waren danach halt noch feiern in der Gothic Bar und. So hat sich das dann bei mir angeeignet. Ich meine, ich habe mich schon vorher für die Gothic-Szene interessiert. Und da ich da halt noch in der Punk-Szene war, also da es meine Punk-Zeiten waren, habe ich dann angefangen, mich auszubauen. Habe angefangen, mir neue Kleider, mir einfach einen komplett neuen Style zuzulegen. Ich wollte einfach neu anfangen und wollte einfach das machen, was mir gefällt. So bin ich dann in die Gothic-Szene geraten. Klar, meine Metal-Elemente sind immer noch vorhanden. Dementsprechend sage ich, ich bin Goth-Mettler mit Stolz. Und ja, also, wie soll ich sagen? Mir hat's nicht geschadet. Und wenn ihr mehr solcher Videos wollt, dann. Gibt einen Daumen nach oben, Ja, das Abonnieren nicht gib doch vergessen. einfach mal ein schönes, fettes, dunkel, düsteres Like da und Und schreibt Abo ruhig mal in die Kommentare, was euch so, motiviert hat, ja, nein, oder? nicht motiviert hat, was ihr in näherer Zukunft gerne mal, ja, weiter oder worauf ihr gerne mal weiter eingehen möchtet in Videos. Worüber ihr mehr wissen wollt. Wir werden uns das alles natürlich aufschreiben, einen gewissen Plan machen. Halt, klar, wir können nicht alles auf einmal machen, aber wir werden schon ein Stück weit versuchen, so gut wie möglich, ja, alles reinzubekommen. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, was eure 10 Lieblingsbands sind. Ja, schreibt doch einfach mal. Generell Metal oder ob ihr auch Rap hört. Es muss Oder. ja nicht direkt, es muss nicht direkt 10 Stück sein. Ja. Uns würde es einfach mal interessieren, über welche Band ihr auch mehr wissen würdet, erfahren würdet, welche Bands ihr so hört. Ja. Und ja, welche Festivals euch zum Beispiel noch so ansprechen für nächstes Jahr, da die Festivalsaison ja fast wieder vorbei ist. Falls ihr sonst noch irgendwelche Sachen habt, die euch einfallen, schreibt es ruhig unten in die Kommentare, lasst ein dunkel düsteres Like da, wie gesagt, und Dann dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.